Im Zusammenhang mit der Eurokrise von einem Angriff auf die Demokratie zu reden, klingt für meine Ohren euphemistisch. Ich halte den Begriff postdemokratisch eher für geeignet, unsere Situation zu beschreiben. Eine Situation, in der es der Minderheit einer Minderheit gestattet wird, es also legal ist, das Gemeinwohl der eigenen Bereicherung wegen schwer zu schädigen. Schuld daran sind nicht jene, die sich legal bereichern. Schuld ist das Gemeinwesen selbst, weil es sich nicht gegen seine Ausplünderung schützt, weil es nicht in der Lage ist, Vertreter zu wählen, die seine Interessen wahrnehmen. Die sogenannte Euro-Krise stellt nur eine weitere Wolte in diesem Prozess dar, die das Offensichtliche noch offensichtlicher macht. Jedermann weiß, dass wir uns heute in einer Atmosphäre, in einer Situation, in einem Milieu des Staatsstreichs befinden. Wir befinden uns mitten in einem Kampf um Entscheidungshoheit zwischen staatlichen Funktionären, ökonomischen Akteuren und demokratisch legitimierten Institutionen. Man könnte das einen Kampf um den Ort, um die Instanz, vor allem aber auch um die Qualität politischer Souveränität nennen, ein Kampf mit bis heute und bis auf Weiteres offenem Ausgang. Natürlich geht es dabei um die Frage, nicht ob, sondern wie, mit welchen Konsequenzen demokratische Prozesse durch Wirtschaftsmacht, durch Finanzmacht blockiert, umgangen, zerstört werden. Das ist wenig originell und die Zukunft der Europäischen Union wird ein Experimentierfeld genau dieses Kampfs sein. Mein ganzes Leben war ich dankbar, dass ich Europäerin sein durfte. Mein ganzes Leben war ich froh, dass ich nicht nur die deutsche Geschichte aus Gewalt und Zerstörung geerbt hatte, sondern auch die europäische aus Revolutionen und Freiheitskämpfen für Aufklärung und Toleranz. Ein Europa, das sich gerade neu gründet und dabei Stabilität nur als fiskalische Stabilität versteht, ist nicht meins. Ich weiß nicht, was die anderen Redner nach mir sagen werden, aber ich kann sagen, not in my name, nicht in meinem Namen. Kurz, und ich glaube, dafür steht auch diese Veranstaltung, es geht um etwas und es ist nicht mehr akzeptabel für einen selber und ich glaube für alle anderen, zumindest dann, wenn man Demokratie gut findet, das alles hinzunehmen und in einer Haltung der Unzuständigkeit zu verbleiben, sich selber nicht ernst zu nehmen. Vielen Dank. Okay.